Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Sim World 2, der Dennis spielt das. Wir fahren heute eine S-Bahn und werden auf dem Weg zum Ziel einige Probleme erhalten. Das Szenario nennt sich S-Bahn-Abschaltung und worum es da genau geht, werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. So, wir werden erstmal den Zug aufrüsten, soweit wir das noch müssen. Das heißt Fahrgastraumbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung, Spitzensignale, Signallichter, Scheibenheizung braucht man mal nicht, Makrofon braucht man nicht. Zack, zack. Das brauchen wir auch nicht. Hier brauchen wir auch nichts. Dann dürften wir eigentlich soweit fertig sein. Hauptschalter. Ach, ja, manchmal stockt das halt. Vorwärts wollen wir fahren. So. Wir kontrollieren, ob wir die. Ja. Zugspitzensignal ist eingeschaltet. Los geht's übrigens an der Donnersbergbrücke oder Bergerbrücke. So ist es. Und wir schauen mal kurz in den Ablaufplan. Wir fahren München-Hackerbrücke. Dann haben wir eine. Ah ja. Ah ja. Wir haben eine ganze Menge vor uns. Ein harter Tag liegt vor uns, beziehungsweise ein harter Abend. Und schon die nächste S-Bahn. So, wir setzen uns wieder in den Führerstand. Verriegeln die Türen. Und fahren jetzt erstmal los. Dann schauen wir mal, was uns noch so passiert auf dem Weg.
So, wir warten da noch ein wenig, sind wieder mal zu früh, aber besser zu früh als zu spät. So. km/h zu Höchstgeschwindigkeit oder höchst zulässige Geschwindigkeit. Ah ja. Ein Fehler scheint eine Tür nicht schließen zu lassen. Sie müssen die Tür inspizieren und sie möglicherweise per Hand schließen. Auch das gehört natürlich zum Bahnalltag dazu. Tja, dann werden wir mal nach hinten gehen müssen wollen. Das heißt, wir steigen aus und schauen uns das mal an. Ich bin ja schlank und sportlich, kann man auch mal ein bisschen rennen. Kehren Sie in den Führerstand zurück und bringen Sie diesen Zug bis München-Pasing. PBF. Da wollen wir das mal tun. Wir setzen uns wieder in unseren Sitz. Türen entriegeln. Stellen Sie die Bremse auf 100%. Ich denke, das habe ich. So. Stellen Sie den Richtungswender auf aus. Nein. So. Gehen Sie ans andere Ende des Zuges, natürlich. Wir schließen die Tür.
und marschieren. Am besten hier rum. So. Okay. Das ist jetzt natürlich rechts. So, brauchen aber noch Licht. So. Jetzt geht's bis nach München-Pasing durch. Wollen wir mal. Wollen wir mal ein bisschen aufschalten hier. Wunderschön in den Sonnenuntergang rein. Das war für die Fahrgäste natürlich eine kurze Fahrt mit der S-Bahn, aber solche Dinge passieren alltäglich im Bahnalltag und
Ja, damit muss man einfach leben und klarkommen, auch als Fahrgast. Technik ist nur so lange schön, bis sie kaputt geht. Und Technik geht halt kaputt. So ist es nun mal. Man kann nichts dagegen tun. Leider stockt es heute wieder mal sehr. Warum, weshalb, kann ich leider nicht sagen, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr eine Idee, woran es liegt, aber es ist grausam. Leider schon wieder langsamer werden. Und unsere Uhr stimmt leider auch nicht, denn wir haben ja 19.10 Uhr und nicht 18.10 Uhr. Ich glaube, jetzt lässt das Stocken doch dann etwas nach, Gott sei Dank.
So, dann sind wir auch gleich schon da. Gucken, was uns da erwartet. Ein bisschen aufschalten noch, bevor wir gleich stehen bleiben. Eieiei. Ah, der beholt uns ein ICE. Nice. Und das im Sonnenuntergang. Herrlich. Wunderschön. Sich die Sonne darin spiegelt. Einfach nur schön. Wie der sich auch noch in die Kurve legt. Besser geht's nicht. Wunderschön. Und wir sollten mal ein bisschen bremsen. Bisschen fester. Können wir direkt runter auf 20. So, da hinten sehe ich schon unser Ziel. Entschuldigung. So, dann nähern wir uns jetzt mal langsam und sanft dem Zielpunkt und schauen, was dann passiert. Kombi will auf 0. Federspeicherbremse. Senken Sie den Strom ab. Steigen Sie aus dem Zug aus. Das werden wir tun. Aber wir schließen natürlich die Tür und schließen sie ab, damit hier keine Kinder.
da reingehen, was natürlich verboten ist. So. Dann werden wir uns jetzt hier mal auf den Punkt stellen und schauen, was passiert. Gut gemacht. Sie sind professionell mit der Situation umgegangen. Schauen wir, ob wie Sie abgeschnitten haben. Ja, und damit endet unser Video hier und auch das Szenario. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und Servus, ciao und tschüss.